Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich habe heute einen Special Guest und das ist meine Cousine. Wir haben heute für euch einen Mukbang. Falls ihr es noch nicht kennt, das ist einfach, wo wir vor der Kamera essen und dabei Fragen beantworten, die ich ja euch auf Instagram gestellt habe. Ja, ich dachte mir, das wäre eigentlich ganz geil, weil wir so noch nie ein Video zusammen gedreht haben. Und ja, so eine Art habe ich halt auch noch nicht gedreht und fand es halt eigentlich ganz geil. Einfach mal so ein Quatschvideo und dabei essen wir. Wenn es euch interessiert, wie das Video ist, bleibt einfach dran und wir legen direkt mal los. Ja, wir haben uns einen Burger bestellt mit Chili Cheese Nuggets. Ich hab die noch nie gegessen, ne? Und, sind die geil? Kalt. Sau lecker. Die erste Frage ist, kann man zwei Menschen gleichzeitig lieben? Also, ich bin der Meinung, bei Bachelor geht's vielleicht. Im Real Life, ich weiß nicht, wenn du mit einer Person ja enger Kontakt hast, dann ist ja eigentlich gar kein Platz für eine zweite Person. Ja, ich denke also im Normalfall, ja, wenn man in einer Beziehung ist oder so, dann liebt man eigentlich nur einen Menschen so, aber es kommt auch darauf an, was man als Liebe versteht, ob man Liebe zu einem Partner oder Liebe zum weiß ich nicht wen. Mhm. Aber so in einer Beziehung im Normalfall denke ich nicht, aber es gibt immer solche Menschen. Mhm. Also, das ist voll scharf irgendwie. Echt? Ja. Next question ist, wie stehen wir zu Mobbing? Absolutes No-Go. Mhm. Keine Ahnung, also ich habe damit jetzt noch nicht so Erfahrung gemacht, muss ich sagen. Also nicht auf meiner Schule oder sowas. Eigentlich gar nicht. Mhm. Aber wenn sowas sein sollte, dann tun mir die Menschen so unglaublich leid, weil selber kommst du ja gar nicht raus. Und wenn du gemobbt wirst, dann kriegst du auch voll schwache Selbstbewusstsein irgendwie. Dann brauchst du einfach Hilfe. Einfach Hilfe. Ne? Und deswegen sollte man sich die Hilfe dann auch einfach besuchen. Egal, ob bei den Lehrern, bei den Eltern. Genau. Und also ich hasse Mobbing, ich finde es halt ganz ätzend und ganz schlimm. Ich verstehe halt die Menschen nicht, die so sind, die das, also ich verstehe nicht, was ihn dazu reizt, was es ihnen bringt. Ja, wie man sich auch so für andere Menschen interessieren kann. Mhm. Ich meine, jeder ist anders und jeder soll so sein, wie er sein möchte. Wart ihr schon mal zusammen verreist? Hm? Ne? Ja. Und ich glaube, die erste Reise fing da an. Ibiza. Nee. Ne? Noch davor, wo ich dich verloren habe. Das war Ibiza. Nein, das war an der Ostsee, oder? Meine Mutter meinte letztens war Ibiza. Echt? Mit dem Nemo-Badeanzug? Wo ich dich auf dich aufpassen sollte und dich und dann verloren. Und du zurückgelaufen bist, und weil alle nach mir gesucht haben und schon ausgerufen und ich irgendwann in meinen Nemo-Badeanzug zurückkam. Ja. Ja, das war Ibiza. Ich erinnere mich an Ibiza nicht so. Oder auch ich schon. Das Einzige, was mir immer gesagt wird, ja, da warst du weg. Haben wir dich verloren. Ja. Ganz oft an der Ostsee. Hm. In Polen auch mal. Stimmt. War ganz lustig. Mal haben wir uns auch mal getroffen. Aber war ich mit meinem Großeltern. Oder? Zweimal, ne? Okay. Ich glaube zweimal. Auf Mallorca waren wir dann auch mal kurz. So ja, für ein, zwei Tage, glaube ich. Und sonst gehen wir halt richtig, also... Oh, jetzt merke ich, was du so mit scharf meinst. Dieser Werte. Ich habe mich gefragt, warum du, was du daran so scharf findest. Die Soße ist, guck mal, wie das hinten raussippt. Warte. Ja, jetzt holst du es, nachdem ich alles abgedeckt habe. Dankeschön. Das letzte Mal waren Münde, ne? Und auch ganz oft im Ferienhaus zusammen. Alleine? Naja. Und Oma und Opas haben so eine Gartenlaube. Mhm. Und da waren wir jetzt auch schon zwei oder drei Jahre hintereinander. Mhm. Und zweimal waren wir jetzt schon ohne Eltern. Das war super lustig, super ängstlich. Nächste Frage ist, was ist euer peinlichstes Erlebnis? Das
spontan fällt einem gar nicht so schlimm als was ein. Nee. Also wir haben sehr viel erlebt und so viel peinlich bestimmt auch, was wir gemacht haben. Spontan würde mir vielleicht einfallen, als wir da in diesem Ferienhaus waren, alleine zu zweit. Mhm. Wir waren kurz unten am Wasser. Mhm. Dann sind wir zurück und wir hatten schon am Wasser die ganze Zeit mega Schiss. Wir sind zurückgelaufen, dann war dieser Mann hinter uns. Mann hat so angehumpelt und der kam gerade so aus der Kneipe da und ich dachte, der ist besoffen, weißt du noch? Ja, ja, ja. Und dann hat der Schatten sich so bewegt, ich habe es so im Augenblick gesehen und er ist einfach nur so gehumpelt und dann bin ich schreiend weggerannt. Und dann lehnt er so hinterher auf. Und sieht dann so, was los? Ich schon, er wollte mich angreifen und am nächsten Tag haben wir das so meiner Oma erzählt und die meinte, ach, das ist der und der. Ich glaube, eine Behinderung. So. Mir fällt immer spontan nichts ein, wenn man mich sowas fragt. Was jetzt vielleicht nicht ganz peinlich für mich war. Ja, ne? Ich glaube einfach, als meine Eltern geheiratet haben, waren wir beide Blumenmädchen. Und ja, wir haben so die Blumen so ausgeschüttet. Und naja, noch nicht. Noch hat keiner was gemacht. Wir sind erstmal nur runtergelaufen, sollten wir schon runterlaufen, ne? Also ich weiß noch, dass wir dann irgendwie runterlaufen sind. Und dann da standen. Nee, wir standen alle noch so oben. Und ich glaube, meine Mutter hat mir irgendein Handzeichen gemacht. So. Vielleicht bin ich auch einfach selber losgelaufen. Jedenfalls standen noch ihre Eltern oben und sie. Ich stand auch daneben. Und auf einmal bin ich losgelaufen und hab so die Blüten die Erde ausgestreut, mich mega gefreut. Dreh mich so um, alle mich schon so angeguckt und dann dreh mich so um und dann stehen die oben, machen Bilder. Keiner war so weit, die Rosen lagen dann, bin ich zurückgelaufen, hab die Rosen wieder eingesammelt. Ich hab die eingestellt, ja. Moment. Ja, das ist schon lange her. War ich 4 oder 5. Ja, ich 6. Schmeckt wie, als wäre da von Chio diese Käsesoße drin. Was ist das für ein Nachos? Von Chibo. Chio. Es ist gut, sich zu verändern. Ich weiß nicht. Kommt drauf an, auf die Veränderung. Aber also, ich denke, es ist auf jeden Fall normal, sich zu verändern. Ich meine, das Leben verändert sich ja auch. Ich sag mal so. Früher zum Beispiel, ganz simples Beispiel. Waren wir im Ibiza-Urlaub. Annalena war total in the mood, da mitzutanzen bei diesen Clubliedern immer. Ja. Was kommt hier? Und Johanna stand immer mit am Rand und hat zugeguckt. Also ich erinnere mich gar nicht mehr. Was? Da war ich 4. Und? Was möchtest du jetzt damit sagen? So, und dann stand sie ja nur immer am Rand. Sie war total scheu und keine Ahnung. Und mittlerweile hat sich das Blatt gewendet. Jetzt schießt du mal am Rand. Auf jeden Fall sich gut zu verändern, weil jeder braucht immer eine Veränderung in seinem Leben, ob äußerlich oder innerlich. Und es ist total normal, dass man sich ja mit der Zeit verändert, weil es wäre schlimm, wenn wir uns so verhalten würden wie in der 6. Klasse. Ja, aber es gibt auch schlechte Veränderungen. Zum Beispiel durch falsche Freunde oder irgendeinen Gruppenzwang, Einfluss, keine Ahnung. Ja. Einfach generell vielleicht durch andere Menschen, vielleicht auch, wenn man irgendeine schlechte Erfahrung gemacht hat, dass man dann auch wieder halt sich so charakterisiert. Du guckst immer so an. Voll. Diese war das jetzt gar nicht gemein. Und dann war noch eine Frage. Wie unsere Meinung dazu ist, wenn man in einer Beziehung feiern geht. Also ganz klar, beide Parteien sollten dem Partner einfach vertrauen können. Auf jeden Fall Freiraum lassen, weil
so als Mädchen hat man immer mal Bock mit seinen Freundinnen einfach mal in den Club und so abzudancen. Das ist meiner Meinung nach ganz normal. Ich bin nicht der Meinung, dass nur weil man in einer Beziehung ist, dass man sowas sich einschränken muss, weil wenn man einen vertraut, alles, dann passieren auch nicht gewisse Sachen, die so erzählt werden. Und deswegen denke ich halt, ja, ist es halt Quatsch, wenn man das verbieten würde. Ja, sehe ich auch so. Bei mir ist das Thema ja gerade sehr aktuell. und ich finde auch, ich erlaube meinem Freund auch immer, was erlauben? Warum sollte man sich was verbieten gegenseitig? So, solange das halt in diesem Rahmen bleibt, dass, also Fremdgehen ist wirklich dann No-Go. Also solange es halt wirklich so mit seinen Jungs ist oder wirklich, dass du ihm vertrauen kannst, dass du weißt, ja, der macht da jetzt nicht irgendwas mit anderen Mädels oder so. Ich meine, wie Annalena auch meinte, ich will ja auch was machen. Machen wir ja heute auch. Und ja, aber es sollte halt auch nicht zu viel werden. Ja, genau. Dass man halt wirklich jedes Wochenende getrennt feiern geht und weil wenn ich ehrlich bin, so wenn ich zu Hause sitze und mein Freund feiern ist, ja, ist dann denke ich mir so, macht man sich halt schon so ein bisschen so seine Sorgen, aber gerade so in unserem Alter jetzt will man halt auch was machen und was soll ich das verbieten? Auch so viele Freundinnen von mir in einer Beziehung, die verbieten sich ja alles. Die dürfen sich mal andere Jungs angucken. Schau mal vor. Ey, ich würde sagen, wenn du einem Jungen folgst. Ey. Oder alle männlichen Kontakte. Oh, sehr gerne. Nein. Wie lange schon? Ewigkeiten ist vom Tag. Sind so schlimme Bilder von uns gefunden. Vor allem mir war das gar nicht so bewusst, aber wir sahen früher ja immer gleich aus. Oh mein Gott. Wir haben ja Instinct Families komplette Sortiment einmal gekauft. Jedes Mal, wir sind zusammen in Urlaub geflogen, ich war bei dir, du warst bei mir. Das habe ich auch probiert. Man so oft dann immer die gleichen Mützen so. Oder Handtücher. Hätte ich mir was. Also. Ja, wir hatten früher wirklich alles, wirklich. Also unsere Eltern. Ja. Aber wir sind nur bei Ernstings Family oder C&A immer am Start geworden. Dann hattest du nur dein erstes Home. Oh mein Gott, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht mehr. Ich weiß. Hatte ich vor dir noch WhatsApp und sowas? Oder? Nein. Ich hatte schon in der 6. Klasse. Ja, und ich hatte. Und ich reg mich über deine Schwester auf, weißt du? Die ist genauso alt wie ich damals. Ich hatte, glaube ich, ein halbes Jahr nach der 7. Also. Muss man mal rechnen. Dann war ich dann 5. Oder? Ah. Schuljahr haben wir 2 auseinander. Und dann waren wir bei irgendeinem Geburtstag und da haben wir dann WhatsApp ausgetauscht. Nein! Ja. Das ist nicht mehr. Ja, da saßen wir dann so auf der Bank. War das hier? Ja. Ich habe letztens noch überlegt, wessen Geburtstag das damals war. So, das war unser kleines oder auch großes Video. Ich weiß noch nicht, was bei rausgekommen ist. Falls ich sowas öfter drehen soll, sagt mir auf jeden Fall mal Bescheid oder gebt diesem Video einfach einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr Videos mit der lieben Johanna sehen möchtet, schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr dieses Video guckt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye.